So, liebe Leute, hier ist wieder der Fabi und ich möchte euch diesmal etwas über die erste Challenge im Jahr 2016 erzählen. Und zwar ging es hierbei um das schönste Foto eines Schlosses. Ja, wenn ich ehrlich bin, starte ich erstmal kurz mit kleinen Kommentaren. Und zwar fand ich es total cool, dass wir 800 Views bekommen haben über unsere Ausschreibung und über die weiterfolgenden Ausschreibungen bzw. Erinnerungen. Fand ich sehr genial. Ja, nur leider, bei 800 Views hätte ich mir ein bisschen mehr als ein Bild erwartet. Also wir haben nur ein Bild, beziehungsweise wir haben zwei Bilder bekommen von einer Person. Dementsprechend konnte ich jetzt hier keine wirkliche Auswertung machen. Ich werde hier einfach nur diese Bilder jetzt beschreiben, was ich toll finde, was vielleicht nicht so gelungen ist. Und ja, ich meine, eigentlich haben wir ja geplant, dass der Gewinner der Challenge von uns einen Fotokalender bekommt. Das war jetzt leider diesmal nicht möglich. Und da wir, wie gesagt, nur zwei Bilder bekommen haben. Für den Fotokalender brauchen wir mindestens 12 Bilder. Und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn wir dann natürlich nur zwei bekommen. Dementsprechend nächstes Mal wieder ordentlich mitmachen und ich hoffe, es funktioniert und dann freue ich mich auch schon wieder auf die nächste Challenge. So, vorab, bevor ich beginne mit der Beschreibung der Bilder, möchte ich mich erstmal bei Karl Eckert bedanken für seine wunderschönen zwei Bilder. Haben mir beide sehr gut gefallen. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal mit dem Gewinnerfoto an. Ich finde hierbei. Es handelt sich hierbei um das Schloss Sanssouci. Es ist, so wie es fotografiert worden ist, ja schon dargestellt, es ist mittig. Es sieht für mich so aus, als wäre es allerdings leicht schräg, also nicht ganz waagrecht fotografiert. Kann jetzt nur so sein, dass es nur so aussieht, oder es ist halt wirklich so. Also ich habe so das Gefühl, dass die linke Seite einen Tick höher ist als die rechte von dem Bild. Ist aber nicht so tragisch. Die Lichtstimmung hierbei entwickelt so eine eigene Harmonie, das finde ich total cool. Und zwar hinten ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, ich nehme eher mal Sonnenuntergang an. Hinten ist ein Sonnenuntergang, der von Wolken verschleiert ist, wo noch so ein bisschen die Lichttüpfel rauskommen und wo so ein rötliches Schimmern auf das Schloss wirft. Das ist natürlich sehr schön gemacht. Im Hintergrund natürlich auch die Kulisse, das heißt die Wolken, die hier oben ihre Schlieren ziehen, mit dem Licht zusammen in Kombination sieht es echt gut aus. Zusätzlich unten die Pfützen, hat es kurz vorher wahrscheinlich geregnet. Die Pfützen, die spiegeln so ein bisschen die Torbögen wieder und die einzelnen Säulen des Schlosses, was ich ebenfalls sehr schön finde. Ja, dann gehen wir noch direkt weiter zu dem zweiten Bild und zwar ist es ebenfalls vom Schloss Sanssouci. Hier ist es ein bisschen eine hellere Stimmung, aber durch das Licht von links wird so eine gewisse, das hebt dieses Schloss ein bisschen hervor. Das ist wie so ein Lichtstrahl, der direkt auf dieses Schloss zeigt oder beziehungsweise der das Schloss so in Szene setzt. Das Einzige, was mir jetzt hier drauf nicht so ganz gefällt, ist das Gerüst, beziehungsweise ja, das Gerüst rechts. Da kannst du aber nichts dran ändern. Ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Sehr gut gemacht hier. Hier ist es waagrecht, meiner Meinung nach. Ich sehe jetzt hier keine Ungereimtheiten. Der Weg ist perfekt in der Mitte des Bildes angebracht. Rechts und links die gleichmäßigen Grünflächen. Ist vielleicht rechts ein Tick mehr als links, aber das ist nicht so tragisch. Oben der Himmel ist relativ schlicht gehalten. Das heißt, also zumindest in dem Moment relativ schlicht gewesen. Die Wolken sind miteinander verlaufen gewesen. Dementsprechend kommt das Schloss hier echt gut zur Geltung mit dem Boden und hebt sich gut ab zu dem Hintergrund, was ich wiederum sehr schön finde. Genauso die unterschiedlichen Lichteffekte, das heißt dieses Grün, Zusammenspiel mit diesem dreckigen Braun des Bodens und dem Rot des Schlosses, genauso das Grün der Kuppel, das trennt so alles ein bisschen farblich voneinander ab, passt aber wunderschön zusammen in das Bild und deshalb finde ich dieses Foto ebenfalls super. Sonst weiter kann ich jetzt zu dem Bild nichts sagen. Es vermittelt so ein bisschen eine ruhige Stimmung vielleicht noch. Also das war's dann mit der Auslosung bzw. der Auswertung der jetzigen Challenge. Also zumindest der ersten Challenge 2016. Das schönste Foto eines Schlosses. Und ich freue mich dann auch schon auf die nächste Challenge. Die werden wir uns dann in der nächsten Zeit überlegen und dann wieder bekannt geben. Und dann hoffe ich mal, dass wir diesmal mehr Bilder bekommen. Dann können wir auch endlich einen Fotokalender für euch anfertigen und euch bzw. dem Gewinner zukommen lassen. Ja, vielen Dank nochmal an Karl Eckert für die Bilder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal.